Willkommen zu Part 29 von Let's Play Pikmin 3. Es ist der voraussichtlich letzte Part, aber es sieht ziemlich eng aus. Wir müssen nämlich Captain Olimar noch zum Battlefield tragen. Ja, das hättest du eigentlich noch geschafft. Ich hätte es noch geschafft im letzten Part, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich bisschen keine Ahnung bin. Aber es ist kein weiter Weg. Ich muss jetzt wirklich nur Captain Olimar mir schnappen mit meinen ganzen Pikmin, die ich jetzt hab hier. Den einfach nach da unten tragen. Wir haben ja diese Abkürzung geschaffen, diese eine. Mit den Steinbomben? Ja. Ja. Wir machen das mal wieder so. Ich bin natürlich wieder dabei, weil es der letzte Part ist und mein Final Boss. Ja, da bin ich eben dabei. Jo. Ja, jetzt sind wir im letzten Part zwei Dings-Pikmin gestorben sind. Zwei Flügel-Pikmin sind jetzt zwei, nee, sogar drei Blattflügel-Pikmin dabei. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber wir werden das auch trotzdem so schaffen. Hoffe ich zumindest. Ich finde die Musik immer noch total cool. Ja. Auf jeden Fall. Und wieder liegt Olimar da rum, so hässlich. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, komm, das müssen wir langsam. Und wir überspringen wieder. Und laufen wie bei jedem Mal. Und ich glaube, wir haben gerade ein kleines Problem. Moment. Wann? Ich muss mal eben was tun. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber auf jeden Fall habe ich vergessen, unsere Kopfhörer einzustöpseln. Und wir haben das Geräusch jetzt gerade vom Fernseher gehört. Und deswegen kann es sein, dass es jetzt bis jetzt ein bisschen leicht asynchron war. Naja. Was es anscheinend auch schon so war. Aber jetzt solltet ihr uns wieder ganz normal verstehen und alles gut sein. Ja, deswegen gut. Entschuldigt bitte das kurze Stopp-Ding. Wir gehen wie immer ja, hier das runter. Kennen wir auch schon. Das überspringen wir wieder. Und jetzt laufen wir ganz direkt. Oh ja, die sollten wir mitnehmen. Sonst hätte ich ein riesiges Problem. So, dreh die Kamera und wir rennen hier durch. Das ist überhaupt keine Chance mehr. Wir rennen einfach los. Hier links einbiegen und dann sind wir eigentlich schon draußen. Ja, ist eigentlich voll die Mega-Abkürzung. Ja, im letzten Part bin ich ja schon, was war das denn? Bin ich ja schon nochmal zum Battlefield gelaufen. Hab den Weg bis dahin frei gemacht. Und, ja. War's hier? Ja, das. Sehr gut. Also ist das jetzt eigentlich, es hat halt nur sehr wenig Zeit gekostet, aber eigentlich ging es dann doch ganz schön schnell. Ja, hier ist glaube ich auch noch Geheimdatei 3 oder so drin in diesem R-Tügel da, aber das braucht es ja nicht. Deswegen so. Könnt ihr euch ja selbst da raussuchen. Das hätte ich im letzten Part eigentlich auch noch machen können, aber es ist vollkommen wurscht. Jetzt warte ich mal auf Captain Olimar, der ist noch da drüben. Nee, wenn du jetzt durchgehst, dann kommt er da, der backt dann hin. Echt? Hupsala. Ja gut, dann ist ja alles in Ordnung, dann laufen wir einfach mal dahin. Da fliegt da in Windows 1 nach drüben und ich hoffe, ich habe dann meine Pikmin da, sonst hätte ich ein Problem. Also der, wenn du jetzt runtergehst, kommt er glaube ich raus. Echt? Ja, zumindest muss doch gleich kommen. Hey, Olimar wird nicht angegriffen, sonst hätte ich jetzt ein Mega-Problem. Aber Olimar wird nicht angegriffen. Wo ist er denn? Ach, hier. Da ist Olimar und da ist das Vieh, also besteht überhaupt keine Gefahr. Aber ich kann jetzt leider nicht die ganze Zeit beobachten. Weil, ja, keine Ahnung. Ist halt so. Kann ich jetzt nicht machen. Sonst wird das Spiel angehalten. Ja gut, das dauert's doch, da habe ich mich getäuscht. Aber naja. Dauert's doch noch ein bisschen länger. Da ist aber schon da drüben da, also. Ja. Der kommt jetzt, der ist gleich da. Gut. Mensch, ich drücke immer Plus, um zurückzukommen, aber dabei muss ich einfach nur, keine Ahnung, was machen. Ja. Wir haben ja hier auch, jetzt habe ich auch wieder pausiert, diese ganzen Früchte. Eigentlich wollte ich das nochmal vorlesen alles, aber ich glaube, das ist relativ egal. So, wir warten jetzt noch kurz ab. Das hätten wir natürlich dann im letzten Part nicht mehr gehabt, aber ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt noch tatsächlich geschafft hätten. Ja, wenn man so warten muss. Hierher zu tragen. Also warten muss, ist das nicht gerade schön. Aber jetzt ist er schon hier drüben, jetzt ist er gleich da. Na komm, dann. Ja. Und dann geht's auch schon zum Final Endboss. Ich hoffe mal wirklich, dass wir das schaffen. Ansonsten gibt's eben noch einen 30. Part, der wird dann zwar relativ kurz sein, aber naja. Ja. Das war's.
Aber das Vieh ist natürlich auch da. Und das ist eine Spiegelung. Und da ist die mysteriöse Lebensform, die sich jetzt riesengroß macht und Ulima natürlich auch einsaugt. Unsere Brickmen stehen da rum und das kommt nach unten und wir müssen es besiegen. Und vielleicht ist die Dingensrolle nutzvoll. Was für eine Dingensrolle? Na hier, die Seitwärtsrolle. Lass einfach alle mal angreifen. Lass mal Gespenst. Da werden sie jetzt alle. Das hier, das muss unbedingt alles zerstört werden. Oh, scheiße. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Die machen das alle schon von alleine hier, diese ganze Scheiße hier zerstören. Da, oh, verdammt. Wasser. Nee. Nee, Stein. Und das kann ich jetzt natürlich auch wieder alles zerstören. Manchmal saugt es das wieder ein. Ja, also ein paar Pikmin werden hier definitiv sterben, aber ja, da kann ich jetzt auch nichts gegen machen, dass der hier ein paar einsammelt. Das wird wieder irgendwas anderes. Ich weiß nicht was. Feuer. Oder? Ja. Mhm. Geh weg. Und das muss ich eben immer zerstören. Scheiße, da ist jetzt verreckt, oder? Egal, komm mal. Ich hatte schon die Hälfte weg. Ja. Mehr sogar. Da ist wieder was anderes. Wasser. Nee. Stein. Scheiße, nur. Ich habe keine Steinpigmen da. Die werden da gerade alle überrollt. Verdammt. Scheiße, da sind wieder welche gestorben. Ja, das passiert hier. Das ist nun mal so. Ach nee, jetzt hat's. Guck mal. Hast du es gesehen? Jetzt hat's erstmal die richtige Dings gehabt. Stimmt, jetzt hat es ein bisschen was regeneriert. Aber nur weil es das wieder eingesaugt hat. Ja, stimmt. Also, regenerieren kann sich das generell eigentlich nicht. Nee. Und wir greifen wieder an. Und zwar richtig ordentlich. Ja. Kaboom! Was jetzt? Oh, jetzt fliegt das Vieh. Das ist jetzt... Das kann ich Elektro. Natürlich. Alter, der Umkreis ist ganz schön groß. Ja, schon, aber du kannst sie auch weit werfen. Nur aufpassen, so, jetzt alles drauf. Ja, hier los, komm, das machen die schon. Ah, ich hab's zerstört, ich glaube, da geht's nicht mehr. Boah, jetzt wurde es voll weggefegt, das Kleine. So, 12 Pikmin sind schon gestorben. Ah, das geht dafür, dass ich schon über die Hälfte weg hatte. Ja. Scheiße. Nein, oh mein Gott. Da muss ich natürlich jetzt Flügel-Pikmin ranlassen. Wow, das habe ich nicht erwartet. Jetzt komm, mach die ganze Gülle da, egal. Alles zerstören hier, den ganzen Schleim. Oh, jetzt hat's aber schon fast alles weg, du. Oh, und eine... Oh, scheiße. Nein, jetzt greift's an. Plasma-Gespenst 2, greife mit Flügel-Pikmin an, wenn es sich in der Luft befindet. Nee, wirklich. Die Tipps sind so dermaßen unnütz. Nee, es fliegt hoch. Komm raus hier! Ja! Verrecken die einfach mal! Geh weg! So, jetzt drauf! Alles weg hier! Die ganze Matschepampe! Sehr, sehr gut! Ja, toll! Immer wenn ich es angreifen will, holt sich das hier die Pikmin, also da geht's in der Luft! Ah, verdammt! Wieder Wasser. Alter, das holt dir die ganze Zeit die ganzen Pikmin vom Boden. Jetzt. Hör halt auf, Junge. Was rennt denn Ulima, Captain Charlie hier die ganze Zeit rum? Der hat Schiss. Alter, sterben gerade viele. Sind schon echt schon sau viele tot. Aber es hat nur noch einen minimalen Balken. Ja. Was wird's denn jetzt? Ach, wieder. Elektro. Wir hatten noch gar nicht, also doch, Luft ist ja so, weil es in die Luft fliegt. Das kommt auch so. Ist ja zur Luft. Wow. Ach genau, jetzt hat's nur noch wenig EP.
Da holst du sau viel raus. Okay, Lebenspunkte. Ja, okay. Weißt du, ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Gehe ich noch schnell nach da hinten. Mach das da. Scheiße. Jetzt hat sie die wieder reingeholt. Was? Das kommt so weit. Was geht denn? Hallo, ich hab doch die ganze Zeit hier. Ah, es geht denn. Komm, greif den halt mal an. Jetzt holt euch ja alles raus eigentlich. Was noch so geht. So, komm, da ist Steine. Oh, verdammt, von Steinen habe ich zwar noch so viele. Aber das habe ich jetzt hier nicht. Alter, sind schon so viele gestorben, wirklich. Ja, komm, ich habe auch keine gelben mehr. Guck mal, da liegt überall wieder Zeug. Das bisschen Zeug, was da liegt. Das wird Feuer. Oh, da liegt überall so Gammelzeug rum. Ja, ja, ich sehe schon. Muss mal wegmachen. Komm, ey, den letzten Rest, den kann man jetzt wohl noch hier wegmachen. Drecksvieh. Jetzt fängt sie an zu pissen, oder was? Ja. Ruhe. Guck mal, das kleine Gesümmel da. Keine gelben mehr, doch hier. Komm, mach's halt tot. So, komm. Es ist nicht mehr viel da. Ah, das bin, was weiß ich hier. Ah, der hat ja fast keine Leben mehr. Alter, wieder alles tötet, wirklich. Alles tötet, was denn hier am Weg kommt. So, jetzt macht er wieder seine. Ich hole erstmal noch Pikmin. Das ist mir jetzt gerade so blöd. Das ist nämlich das Gute hier dran. Man hat eigentlich die ganze Zeit Zugriff auf hier oben. Ich hole mir wieder 20 von jedem, damit ich es jetzt richtig schön umbringen kann, das Vieh. Hä? Da stehen da unten noch irgendwo welche rum. Komm, ist wurscht dann. Und jetzt kann ich ja auch wirklich alle meine Pikmin hier verbraten. Ach komm, leck mich. Es ist doch aber scheiße, dass sie mich von dort aus trifft und schon sind wieder die nächsten 5 weg. Komm, töte es. Oh, seid ihr nur blöd. Guck mal, da liegt Sappel. Da liegt Gezuppel. Komm. Was ist denn das nur? Sind die nur zu blöd hier, das zum... Hä? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Jetzt. Es geht doch, Mann. So, in der Pikmin steht da noch so rum. Aber wisst ihr, wie viele jetzt verreckt sind hier? Und es zieht sich zurück, toll. Also es ist schon ein heftiger Bosskampf, muss man schon sagen. Ja. Also wenn man da nicht genug Pikmin hat, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele verreckt sind, aber es waren bestimmt so 60, 70. Ist schon heftig. Aber auf jeden Fall... Ist jetzt Schluss. Oh, so war das also. Verzeihen Sie bitte, dass ich mich nun erst vorstelle. Ich bin Captain Olimar. Ich bin der Captain der Dolphin. Louis ist mein Kollege, doch er ist ein tölpelhafter junger Mann. Ich werde später ein ernstes Wort mit ihm reden. Bitte verzeihen Sie ihm. Sie haben ganz schön was durchgemacht. Nebenbei ist es nicht dies, wonach Sie gesucht haben. Unser Überlichtschlüssel. Ja, das ist er doch. Damit können wir endlich nach Kobay zurückkehren. Zum Glück, wir sind gerettet. Captain Olimar, das Schicksal muss uns hier zusammengeführt haben. Hokutate liegt auf unserem Weg zurück. Können wir sie mitnehmen? Danke, das wäre eine großartige Hilfe. Unser Raumschiff ist flugunfähig. Das haben wir ja gesehen bei dieser... Ein Dings, ja. Bei der... Herrlich, das Ziel, ey. Dieser Typ, also das ist echt krass. Wir fliegen jetzt zurück nach... Nee, zu... Nach Kobay.
und über Hogodate. Oh, die Pikmin. Oh. Ja, die bleiben halt dabei im Turm der Einsamkeit. Hä, das Vieh lebt wieder. Ja. Ohne Pikmin hätten wir es gar nicht erst geschafft, nicht wahr? Ja, das ist wohl wahr. Naja, zumindest sind sie alle wieder Blatt-Pikmin. Das stimmt. Sind wieder Blatt-Pikmin geworden. Ja, auf Wiedersehen, meine kleinen Freunde. Das Vieh ist auch noch da. Hm. Da gehen die jetzt von alleine hoch, besiegen das oder so. Mann, das war natürlich geil. Die wären bestimmt schlauer als ich. So, jetzt, ja. Boom. Das ist schon überragend hier. Ich frage mich, ob sie auch ohne uns klarkommen. Na klar. Ich hoffe es. Aber zu Hause wartet man auf uns. Also machen wir uns auf den Heimweg. Verstanden. Geh auf Überlichtgeschwindigkeit. Das killt eigentlich gar nicht. Überlichtgeschwindigkeit erfolgreich eingeleitet. Bling. Und so gelang es den Forschern, eine nicht unerhebliche Anzahl an Samen. Entschuldigung. If they carefully cultivate the seeds they've harvested, it just may bring salvation to the people of Kopai. However, if they once again squander their resources, salvation may only be temporary. But fate will decide whether history repeats itself. Hm. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn es nur aufgeschoben ist. Dann hätten wir nämlich demnächst ein neues Pikmin-Abenteuer. Wer weiß, wer weiß. Jetzt kommen allerdings erstmal die Credits und wir sehen im Hintergrund die ganzen Pikmin, wie sie allein zurechtkommen. Und wir geben jetzt natürlich unsere Wertung ab. Ich weiß ja nicht, wer soll denn anfangen? Ja, du. Du hast gespielt. Ich habe gespielt, das stimmt. Naja, also, ich weiß ja nicht, ich sag's eigentlich fast bei jedem Spiel, aber das ist schon wieder so ein Must-Have-Titel. Ich meine, das ist bis jetzt der einzige Titel des Franchises Pikmin, das hier auf der Wii U erschienen ist. Aber vielleicht folgt ja wirklich noch ein vierter Teil, was ich eigentlich sehr mir wünschen würde. Denn das Spiel ist grandios. Wir sehen gerade hier nochmal ein Beispiel der fabelhaften Grafik. Auch, dass wir jetzt zwei neue Pikmin-Arten, die Flügel-Pikmin und die Fels-Pikmin hier haben, gefällt mir ganz gut. Ich habe die ersten zwei Pikmin-Teile nicht gespielt. Das ist wirklich mein erster Pikmin-Teil auch, aber ich bin eigentlich sicher, dass die anderen beiden Teile fast genauso gut sind. Obwohl ich oft gehört habe, dass das hier auch der beste ist. Ja, weiter geht's eigentlich mit der Musik. Das ist, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Die hat wirklich gepasst bei allen Gebieten. Und auch am Ende oder was weiß ich. Es waren auch innovative Gegner dabei, denke ich mal. Wie zum Beispiel, gut, die Punktkäfer, die waren schon immer dabei eigentlich. Aber da gibt es ja jetzt ja auch, glaube ich, vier verschiedene Sorten von den Punktkäfern. Aber, naja. Es gab aber auch wirklich viele Gegnerarten. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und um die ganzen 100% alle Dateien zu finden und alle Früchte zu sammeln, wenn man das hinkriegen möchte, dann, ja, dann hat man schon zu tun, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt hier 29 Parts gebraucht, ne? Ist der 29. Hm. Und sind mit der Story durch. Ich habe natürlich zwischendurch auch ein paar Früchte gesammelt. Aber ich glaube, man kommt nicht in den Spielstand. Obwohl doch. Ich glaube, man kann nochmal spielen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich werde nicht nochmal spielen. Ich will nicht alle Früchte sammeln. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal Lust habe. Aber ich würde mich definitiv auf ein Pikmin 4 freuen. Naja. Meine Wertung liegt bei, ja, ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Man ist auch meistens wirklich ehrgeizig. Jetzt ist es schon vorbei oder was? Man ist auch meistens richtig ehrgeizig und will weiter spielen, dass man eben weiter vorankommt und mit den Pikmin eben alles rettet und so. Aber ja, es ist eben auch, ach, ich brauche gar nicht weiter zu reden. Meine Wertung liegt bei 9,5, würde ich sagen. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Dem kann ich auch eigentlich nur zustimmen.
Und es ist wirklich grandioses Spiel. Ich selber besitze es zwar nicht, aber ich habe bei dir schon mal angefangen, den Spielstand zu spielen. Und du hast auch die Parts angeschaut. Auch wenn ich jetzt nur bei den letzten beiden Parts dabei war, also ich finde es ein grandioses Spiel. Ja, meine Wertung liegt bei 9,5 Punkten. Sodass wir insgesamt jetzt bei 95% sind, 9,5 Punkte. Ihr könnt das Gesamte nochmal auf der Projekteliste, der Let's Playlist, wie ich sie getauft habe, nachschauen, wenn ihr Lust dazu habt. Die ist auf unserem Kanal verfügbar unter Kanalinfo. Und ich guck mal kurz weiter, was jetzt noch passiert. Abschlussbericht, ja, logisch. Ach so, jetzt alles. Wie viel noch gestorben ist. 45 Früchte, Tag 29. 335 sind gestorben. 585 hast du noch? Ja. Boah, die Flügel-Pikmin. Da sind viele draufgegangen jetzt. Das stimmt, am ja. Am Ende nochmal. Das sind sogar die meisten draufgegangen. Ach nee, doch nicht. Die roten. 85, 83, 54, 52. Aber schön, 60. Wie der Geist, wenn jemand, wenn ein Pikmin stirbt, der sieht auch immer. So halb aus, ja, ja. Sieht so ein bisschen aus wie. Na gut, also die roten, die gelben und die blauen nicht so, aber. Ja. Die Flügel-Pikmin haben Flügel und die Steine sehen aus wie Steine. Moment, was haben wir denn hier für Ranglisten? Ist das jetzt Internet? Nee. Nee. Ja, ach so, Früchte. Wie viele Leute so die Früchte sammeln? Tage 29. Sind wir ziemlich weit vorne mit dabei, oder? Ja, relativ da hier irgendwo. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht da ist. Aber gut. Top 5. Wisst ihr das? Ich hab's bei Oscoplay habe ich ja noch nie abgeschlossen, ja. Deswegen ist das hier noch so zu sehen. Auf Platz 1 logischerweise. Und ich schau mal kurz, ob ich theoretisch noch weiterspielen könnte. Vielleicht mache ich das für mich noch und sammle noch die restlichen Früchte. Glaube ich, keine schlechte Idee. Nochmal die Titelmusik. Die ja. Finde ich irgendwie richtig schön. Die haben wir auch erst einmal gehört in Part 2 oder so. Ansonsten habe ich die nie mal spielen lassen. Ihr habt es immer nur ab hier gesehen. Ah, hier kann ich mir nochmal das Ende angucken oder was? Ah, ich kann jetzt natürlich auch bei Part 29 reingehen. Und den Boss nicht besiegen. Genau. Und in noch ein anderes Gebiet und dort die ganze Früchte holen. Na gut. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein grandioses Let's Play, das übrigens sehr, sehr gut angekommen ist. Schon die ersten paar Parts haben, ich glaube es waren 12 oder so, haben das Spiel auf, also unsere persönliche Rangliste von allen Videos spielen, die wir hier auf unserem Kanal schon mal irgendwann vertreten haben. Es ist gleich auf Platz 5 oder so gerückt. Und das ist schon stark und mittlerweile sollte es auf jeden Fall noch wesentlich weiter sein. Unser bestes Projekt ist immer noch. Na gut, ich müsste es nochmal auszählen, aber unser bestes Projekt war auf jeden Fall Mario Bros. U von Likes her. Aber das dürfte das auf jeden Fall getoppt haben. Da haben nämlich die meisten Videos 6 Daumen hoch oder so und das ist schon stark. Ja. Dann schaltet demnächst bei den nächsten Projekten wieder ein. Ich kann es jetzt mal sagen, ich vermute, dass dieser Part hochgeladen wird am 19.03. Das bedeutet, morgen kommt Mario Party 10 raus und morgen beginnt unser Projekt Mario Party 10, was als Together erscheinen wird von uns beiden. Wir werden alle Modi mal ein bisschen zeigen und da könnt ihr gerne reinschauen. Mhm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Schaltet wieder ein. Ja. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.